Ich heiße Michael Graf. Ich bin hier im Mehrgenerationenhaus der Projektleiter. Das Haus ist so in den Jahren 2006, 2007 auf dem Papier entstanden. 2008 wurde es dann quasi ins Leben gerufen und das war schon spannend, denn es war sehr schwer vorstellbar, wie diese ganze Konzeption, die sehr anspruchsvoll war, in Arbeit kommen sollte. Das war schon auch schwierig. Was dann aber bemerkenswert war, es gab sehr schnell Leute, die sich engagieren wollten, die mit hoher Frustrationstoleranz vieles ausprobiert haben, was nicht alles geklappt hat und dann aber auch die Stafette weitergegeben haben an andere. Und heute haben wir ja faszinierend viele Angebote, die von Ehrenamtlichen getragen werden. Mein Name ist Eva Weinmann und ich bin seit 8 Jahren hier beim Kindermittagstisch und ich koche hier mit dem Team montags für die Kinder der Grundschule, Goetheschule. Also nachdem ich in Rente ging, habe ich halt für mich noch was gesucht, was ich ehrenamtlich machen kann. Und dann habe ich das in der Zeitung gelesen und auch über die damalige Initiatorin, die Frau Leonhardt. Die habe ich dann angesprochen, die hat Leute gesucht und dann habe ich mich hier gemeldet und mal so ein Probekochen mitgemacht und das hat mir gut gefallen. Und ich habe dann was gefunden und die Kinder haben auch was davon, wenn sich hier ehrenamtlich jemand engagiert. Wir haben ja festgestellt, dass es immer wieder Kinder gibt, die nicht die Möglichkeit haben, aus welchen Gründen auch immer, mittags ein warmes Essen zu bekommen. Und da wurde das hier eingerichtet, dass die Kinder relativ günstig, also die zahlen 50 Cent, eigentlich doch ein ausgewogenes Mittagessen bekommen. Es fördert auch die soziale Kompetenz etwas bei den Kindern und es ist wirklich auch für uns ein ganz frohes Erlebnis, wie die Kinder dann sich freuen, wenn sie ein gutes Essen bekommen und sich auch wundern, dass man zum Beispiel Hamburger selbst machen kann und dazu nicht in irgendein Schnellrestaurant gehen muss. Wir merken ja diese Dankbarkeit der Kinder und es ist einfach ein schönes Arbeiten mit Kindern. Deutsch zu lernen ist schon schwer. Noch schwerer ist es, wenn man in der eigenen Muttersprache nicht lesen und schreiben kann. Darum bietet die Fachberatung In Prozedere der Diakonie im Mehrgenerationenhaus einen sogenannten Alpha-Kurs an. Der Kurs wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Die Teilnehmenden verbessern ihre Chance auf einen Arbeitsplatz und damit auch auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Wenn Kinder von der Kindertagesstätte in die Grundschule kommen, ist der Übergang nicht immer einfach. Dann ist es gut, wenn es eine Patin gibt, die ein Kind begleitet. Kind und Patin treffen sich circa einmal in der Woche zum Hausaufgabenmachen und zum gemeinsamen Spielen. Die Paten werden vom Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Ludwigshafen ausgebildet und von einem Netzwerk aus Erzieherinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Lehrern und dem Mehrgenerationenhaus intensiv begleitet. Also für mich ist sehr wichtig, dass ein sehr guter Kontakt entsteht zu den Kindern und dass die Kinder auch Vertrauen zu mir haben. Das ist schon sehr wichtig, weil ich denke mal halt, dass man halt, gerade wenn es in der Schule Probleme gibt, dass man da schon das Vertrauen zum Kind haben müsste. Ich kannte das Haus nicht vor meinem Praktikum und muss dann auch ganz ehrlich sagen, der Kontakt zu den Menschen, sind ja verschiedene Kulturen und das hat mich schon interessiert und seit ich hier bin, verstehe ich auch die Leute ganz anders. Ich sehe die auch anders. Thank you.
Also ich bin der Lukas Röder und ich bin der Bundesfreiwillige hier im Mehrgenerationenhaus und ich habe eigentlich jetzt Mitte August angefangen, ja. Also ich habe mich in erster Linie für das Mehrgenerationenhaus deswegen entschieden, weil ich hier eine große Bandbreite an verschiedenen Aktionen habe oder halt an Angeboten, also sowohl mit Kindern als auch mit älteren Personen, also mit Senioren oder auch ganz normale Durchschnittsbürgerinnen und Bürger, sag ich mal, ja. Besonders ist eben, dass ich immer flexibel sein muss, inwiefern ich mich einbringe. Sei es jetzt, ob ich mir mithelfen muss, mit Kindern zu spielen oder ob ich was vorbereite für ein Mittagessen für Senioren oder bei einem Themenfrühstück dabei bin für die Vorbereitung, technisch etc. Und ja, also immer diese Abwechslung und diese Vielfältigkeit, die da ist jeden Tag. Ja. Also beeindruckend war für mich ein Ausflug mit vielen Migranten. Das fand ich insofern gut, weil es eindeutig gezeigt hat, wie wichtig die Einrichtung ist, weil ich den Eindruck hatte, die Leute haben vielleicht außerhalb dieser Aktion von dem Haus hier nicht die Möglichkeit, Ausflüge zu machen. Und da wurde mir bewusst, dass einfach auch hier die Arbeit wertvoll ist, einfach für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft hier in der Gegend. Jeden Freitagmorgen treffen sich Menschen aus der Nachbarschaft beim Themenfrühstück. Manchmal werden Themen geplant und Referenten eingeladen. Ernährung, Sicherheit, Bürgerbeteiligung, Energiekosten, Gesundheit und so weiter. Manchmal wird einfach über das geredet, was die Leute mitbringen. Die kommen gerne und es ist auch immer voll bei uns. Ja, also ich habe angefangen vor 3,5 Jahren, da waren 5 Leute hier gesessen. Und im Laufe der Zeit ist es also wirklich gewachsen. Ja. Und es kommen manchmal so viele Leute, dass man hier noch Stühle anstellen muss. Ja. Ja, ich bin auch bei der Diakonie tätig. Ich mache dann ehrenamtliche Arbeit. Dann komme ich auch immer zum Frühstück, weil das interessiert mich. Wir haben verschiedene Themen, jede Woche was anderes. Ja, das ist dann sehr interessant. Im Keller des Mehrgenerationenhauses gibt es eine Werkstatt für die Reparatur von gebrauchtem Spielzeug. Der Verein zur Förderung des Ehrenamts, Vera, hat sich dieser Aufgabe angenommen. Vera betreibt übrigens auch die Tafel in Ludwigshafen. Wenn die eigenen Kinder aus dem Spielzeugalter herausgewachsen sind und die Sachen viel zu schade zum Wegwerfen sind, am Gördeler Platz betreibt das Mehrgenerationenhaus eine Kinderkleiderkammer, den Fliegenpilz. Hier wird Secondhand-Kleidung an bedürftige Kinder abgegeben. Ein Team von etwa 10 Frauen betreut den Laden. Die Kleidung wird nach Größe, Geschlecht und Jahreszeit sortiert. Nicht immer findet jeder das Passende, manchmal können aber ganze Familien, die neu in Deutschland angekommen sind, mit Kleidung versorgt werden. Eine kleine Abteilung für Erwachsene ist auch dabei. Mein Name ist Julia Wendland. Ich arbeite als Coach, Trainerin und Beraterin in Personalentwicklungsangelegenheiten. Habe die letzten 25 Jahre in Industrie und Beratung gearbeitet, zuletzt 6 Jahre in Spanien. Hier bin ich mit anderen in einem Team von Ehrenamtlichen und wir kümmern uns um Flüchtlingsfrauen. Teilweise sind sie schon länger hier, teilweise sind sie erst kurz hier und versuchen ihnen also in administrativen Sachen und in Sachen des Täglichen einfach zu unterstützen und ihnen auch ein bisschen eine Heimat zu geben, wo sie sich treffen können mit anderen. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass die Frauen ankommen, dass sie auch das Gefühl haben, so wie sie sind, angenommen zu werden. Ich habe, wie gesagt, selber in unterschiedlichen Kulturen gelebt und für mich, auch wenn ich mit dem Islam bisher wenig in Berührung war, finde ich es aber interessant. Ich finde es spannend, das kennenzulernen. Ich habe keine Berührungsängste. Und ich möchte zum einen ihnen das Gefühl geben, dass sie hier willkommen sind, zum anderen aber auch ihnen Berührungsängste nehmen, sie in alltäglichen Dingen unterstützen. Ich bin nach Spanien, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen, aber ich hatte eine Firma im Hintergrund,
die mir dann auch Unterstützung gegeben hat. Und das haben die Frauen häufig nicht. Die Situation jetzt, dieser Zustrom an Flüchtlingen, die riesengroße Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, gibt mir nochmal recht, dass ich genau mich richtig entschieden habe damals und gesagt habe, ich will da was tun und auch ein bisschen von dem zurückgeben, was ich im Ausland immer auch bekommen habe. Das ist meine Motivation. Eine große Besonderheit ist, und das finde ich ganz wichtig, wir haben hier Angebote, die nicht nur für Flüchtlinge sind, sondern auch für Deutsche oder andere Leute, die schon länger hier leben, die aber für Flüchtlinge erreichbar sind. Das heißt, wir haben hier im Grunde die Angebote, wo sich Deutsche und Flüchtlinge treffen können. Egal ob es das Themenfrühstück ist, Kindermittagstisch, die Nähgruppe. Es ist eben sehr gemischt. Und wir haben eigentlich nur zwei Angebote, die nur für sogenannte Flüchtlinge sind. Das eine wäre dann der Deutschkurs und die Selbsthilfegruppe der traumatisierten Flüchtlingsfrauen. Das sind zwei ganz spezifische Angebote und alles andere halten wir bewusst so offen, dass hier Begegnung stattfinden kann. Und das ist das große Potenzial der Mehrgenerationenhäuser.